Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein neuer Tag, ein neues Mystery Unboxing. Ich habe zwei neue Mystery Filme bekommen. Hier sind die drinnen. Zwei Mystery Pakete. Eins ist ab 18 und das andere, gucke ich gerade, das kommt aus Niederlande. Post Niederlande. Was ist das denn, Alter? Post Niederlande, ja, keine Ahnung, was da drin ist. Germany, meine Adresse, Germany, da steht gerade eine Telefonnummer. Auf jeden Fall aus Niederlande. Erstmal machen wir das Paket auf von, das ist hier von Medimobs. Da musste ich eben bei der Post meinen Ausweis vorzeigen. So, gucke ich mal, was hier drin ist. Ah. So. Oh, wow. Den wollte ich auch unbedingt mal gerne haben. The Dar. Wow, echt geil. Das habe ich nämlich wieder von Alex bekommen. Du schickst mir immer Mystery-Päckchen zu. Dann habe ich immer was zu zeigen auf meinem Kanal, was auszupacken und zu reviewen. Hier mache ich auch ein Review-Video zu. Hier, The Dar, in der Uncut-Fassung, Spiel JK. Wow, das hat mich echt überrascht. Echt spitzenmäßig. Spitzenmäßig. The Dar in der Uncut-Fassung. Mal gucken, wie die Blu-ray ausschaut. Oh, die Blu-ray ist top. Keine Kratzer drauf. Und das von Medimobs. Ist das von Medimobs? Ja, Medimobs. Und das von Medimobs. Hat aber auch kein Wendecover. Ziemlich komisch, wo man hat denn kein Wendecover? Eigentlich ist doch die deutsche Fassung, die hat ein FSK 18 drauf. FSK 18. Hier ist wieder der Aufkleber. Den werde ich jetzt mal abmachen. Okay. Aufkleber geht ganz einfach ab. Ich bin richtig Profi da drin. So, aber eigentlich ist auch in der deutschen Version hier unten immer FSK 18 und dann steht hier Uncut. Das ist eine ziemlich komische Folie, finde ich. Wahrscheinlich ist die aus Österreich oder was. Hier ist auch kein, wie gesagt, kein Wendecover. Okay, also erstmal vielen Dank, Alex, für diesen Film. Da hast du mich echt überrascht. Den wollte ich echt mal gerne sehen. Da wollte ich mir sogar mal das Mediabook holen und so. Jetzt habe ich ja den Film in der Emery. Ist auch alles auf Deutsch. Und hier spielen wieder ein Spiel JK-Film. Toll. So, und jetzt kommt das Päckchen aus Niederlande. Niederlande, okay. Bin ich mal gespannt, was denn hier drin ist. Was ist das? Super, Alter! Ich habe ihn in meiner Sammlung. Was ist das? Achso, das ist die Rechnung wahrscheinlich. Die DVD jetzt von 2020 ist die DVD. Also eine Neuauflage müsste das sein. Ist die auch uncut? Schreibt mir mal in die Kommentare. Also, ich habe jetzt bekommen noch die DVD von Salo oder die 120 Tage von Sodom. Das ist die niederländische Fassung. Jetzt gucke ich gerade, ist da deutscher Ton drauf? Nein, kein deutscher Ton, italienischer Ton. Hier, ich komme mal näher ran. Italienischer Ton kann man da unten sehen. Also, italienisch, aber ist das auch uncut? Also diese Fassung hier, mache ich mal gleich mal auf. Oh, da hast du mich jetzt überrascht. Salo. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt abspielen kann. So, mal reingucken. Okay, so sieht es vorne drin aus. Okay, also
Ich weiß nicht, ob die uncut ist und ob da deutscher Ton. Da ist, glaube ich, kein deutscher Ton drauf. Nee. Müsste nicht sein. Aber das Cover ist cool. Das Cover ist sehr cool. Den Film kenne ich ja. Den habe ich einmal gesehen. Das ist ein sehr kontroverser Film. Das ist in den Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten, in den 70ern oder so. Oder wann das spielt. Da werden Jugendliche gefangen genommen und dann so gefoltert in so ein Haus. So, das ist doch mit Ankacken und so und mit Anpissen. Oh Mann, ey. Ja, das ist der Film. Hoffe ich, kann ich den noch abspielen. Aber das mich überrascht. Hier, PAL. Hier steht PAL 2. PAL. Unsere Regioncode 2. Ja. Und da werde ich auch gefoltert, so. Also dann auch schlimme Sachen mit denen gemacht und so. Ich glaube, da kommt auch eine Vergewaltigungsszene vor. Bin mir jetzt nicht so sicher, aber der ist sehr kontrovers. Den gibt es ja auch in der Kontrovers-Film-Collection. Also auch von Kino-Kontrovers. Jo, das waren meine neuen Filme heute im Video. Also meine beiden neuen Updates im Mystery-Filme, wollte ich sagen. Jo, okay. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.